Hallo, heute wollen wir mal zeigen, wie das mit dieser Easy Strip Zange funktioniert. Hi, today we want to show you how we use this pliers to release the beads, and we try to do it in two languages this time. Wir haben hier Palm in auf verschiedenen Dornen, in verschiedenen Größen. Wir möchten einfach zeigen, wie man das am besten macht. Die Zange sollte offen sein. We have several beads on different mandrel thicknesses, and we want to show how we use that pliers. Die Zange muss offen sein, ganz offen, und die Palle mit dem Dorn einfach aufstecken. The pliers have to be open like that, and then you can just stick in the mandrel. Und dann, um die Palle zu lösen, wird die Zange jetzt geschlossen. To release the bead from the mandrel, I will close the pliers, but I won't do it all at once, I will do it in several small steps. Ich mache die Zange nicht auf einmal zu, sondern ich werde das in vielen kleinen Schritten machen. Und ich halte die Zange die ganze Zeit so, wie ich sie halte, damit der Dorn und die Perle durch die Schwerkraft immer gehalten werden. I hold the pliers like that to let gravity do the job. And as you can see, the bead is pushed up. Man kann gut sehen, wie die Perle hochgedrückt wird. Wenn ich die Zange geschlossen halte, kann ich die Perle einfach abdrehen vom Dorn. If I hold the pliers closed like that, I can easily remove the bead from the mandrel. And if it's too tight, I can just open and close it until the mandrel is fallen through. That's it. Die nächste Palle. Ziemlich groß auf schmalem, dünnem Dorn. Okay, the next bead. Got a little huge on the thin mandrel. Just like that, let the gravity do the job. Also einfach nur so durchstecken und die Schwerkraft soll mir dabei helfen, und dann drücke ich schon mal, aber nicht ganz durch. Und wieder. Und jetzt sieht man schon, wie die Perle sich nach oben bewegt. Again, you can see how the mandrel is going down through the bead. Jetzt sieht man, dass sich so ein bisschen Trennmittel ansammelt. Und man muss dann die Zange immer wieder reinigen. Kann man ganz einfach unter fließendem Wasser reinigen. It's necessary to wash out the pliers every now and then, because you see that the bead release is starting to collect there. Jetzt habe ich noch eine Walze auf einem dickeren Dorn, um das auch noch zu zeigen. Die Zange muss ganz auf sein, sonst geht's nicht. Now I have a last example. Thick mandrel and a long barrel. Again, I don't push too hard at the first try. Und wieder in mehreren kleinen Schritten. Und die Schwerkraft soll mir hier ein bisschen helfen. Und zwar überhaupt kein Problem, kein großer Kraftaufwand, diese Walze abzumachen.